Jo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Und wie ihr vielleicht schon im Titel lesen konntet, geht es in diesem Video um die Service Metal von CSGO und zwar um 2017. Ich habe irgendwie das Glück, dass ich gerade am 01.01. auf meinem Z-Account Rang 40 erreicht habe und somit auch gleich am 01.01. die Service Metal 2017 holen kann. Und ich dachte, ich mache das in einer Aufnahme für die Leute, die es halt interessiert, wie schaut die neue Medaille denn aus. Und zwar sieht sie so aus. Das ist die Verdienstmedaille von 2017. Ich zeig sie nochmal. So. Finde ich, schaut eigentlich ziemlich nice aus, besser als die von 2016 und die von 2015. Und wie es auch sonst auch immer ist, gibt es ja wieder mehrere davon. Sprich, wenn ihr zum Beispiel zweimal im Heuer Level 40 erreicht, wird die dann mehr oder weniger upgradet. Dann habt ihr hier keinen weißen Stern, sondern einen hellblauen. Und es geht dann halt immer weiter bis, glaube ich, hellblau, dunkelblau, violett, pink, rot und schwarz ist natürlich noch. Vielleicht finde ich noch irgendwo ein Bild, dann kann ich das hier halt einfügen, dann seht ihr halt auch die nächsten Sterne, was ihr halt upgraden könnt. Aber ich glaube nicht, also mir ist bis jetzt noch nicht bekannt, dass die jemals wieder auf Level 7 gekommen ist, also auf den schwarzen Stern. Ja gut. So, das war's dann auch eigentlich wieder für heute. Also für heute, für dieses Video. Weil ich wollte euch nur kurz zeigen, wie die aussieht. Über einen Daumen nach oben würde ich mich natürlich freuen. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr die Medaille so findet oder ob ihr die von vorigen Jahr besser fandet. Und sonst über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen. Und dann sage ich auch gleich ciao und bis zum nächsten Mal. Euer Alex.